Honda. Hey. Hey und willkommen auf meiner Halbinsel. In diesem kurzen Video möchte ich dir mein Zuhause, mein kleines Tiny House und meine 8 Huskies vorstellen. Zusammen leben wir schon einige Zeit in der Wildnis von Schwedisch Lappland. Viel Spaß! Geboren und aufgewachsen in der Schweiz, habe ich vor vielen Jahren entschlossen, mein Leben dort aufzugeben und neu anzufangen im Norden. Kürzlich bin ich gerade von meiner letzten Reise zurückgekommen. Ich bin 4500 Kilometer von Mexiko nach Kanada gewandert, alles entlang dem Continental Divide Trail. Die mir noch verbleibenden Wochen in den USA nach dem Trail waren etwas schwierig. Unter anderem bin ich an Corona erkrankt und die Heimreise musste zurückverschoben werden. Es versteht sich von selbst, dass ich natürlich übel glücklich war, endlich zu Hause angekommen zu sein. Ich bin in meinem Leben oft in der Welt rumgereist. Wie wichtig mir aber mein Zuhause ist, wurde mir auf meiner diesjährigen Reise in der USA mit etwas stressigem Ende sehr bewusst. Nebst den vielen Reisen wechselte ich mein Zuhause oft in meinem Leben. Innerhalb meines Heimatlandes Schweiz, aber auch über die Landesgrenzen hinaus. Erst nach Finnland und noch ein weiteres Mal von Finnland nach Schweden. Im Winter 1996 arbeitete ich zum ersten Mal als Hunde- und Fremdenführerin auf einer Husky-Farm in der finnischen Arktis. Ich war sofort begeistert von dieser Aufgabe mit Tieren und Menschen in der arktischen Natur. So zog ich kurze Zeit später um nach Nordfinnland. Später jedoch vermisste ich die Berge und begann, mit meinen Hunden Bergtouren in Schweden und Norwegen zu leiten. Ich liebte die wiedergewonnene Nähe zu den Bergen, kaufte eine Lodge in Lappland und ließ mich in Nordschweden nieder. Nach einigen Jahren als Managerin der Lodge wusste ich, dass ich wieder etwas verändern musste. Ich entfernte mich zu sehr von der Natur und meinen Schlittenhunden. Da ich die Umgebung liebte, kaufte ich ein Stück Land in derselben Region. Die Parzelle befand sich auf einer Halbinsel ohne Straßenzugang. Nach weiteren 2 Jahren gelang es mir, die Lodge zu verkaufen. So zog ich mit meinen Hunden in die Hütte auf der Halbinsel. Sehr bald wusste ich, dass ich endlich angekommen bin. Unter den kommenden 4 Jahren verwandelte ich meine Parzelle auf der Halbinsel in mein Zuhause, wie es heute ist. Bereits kurze Zeit nach meiner Auswanderung nach Finnland hatte ich meine eigenen Hunde. Die Rudelgröße hat sich ständig verändert. Junge sind dazugekommen und alte sind verstorben. Heute besteht das Pack noch aus 8 Hunden. Sie sind wie meine Kinder und vervollständigen mein Glück mitten in der Wildnis.
Mit jedem Umzug, jeder Reise und jeder Veränderung in meinem Leben kam ich meinem Zuhause als Wohnort näher. Vergleichbar mit einem Puzzle, das mit jedem Teil zu einem Gesamtbild heranwächst. Einige Puzzleteile waren größer und brachten mich dem Ziel in großen Schritten näher, während andere Teile kleiner waren und nur mit Einzelheiten zum Gesamtbild beigetragen haben. Wieder andere haben gar nicht gepasst. Wie sich die vielen Puzzleteile zusammenfügten zu einem Gesamtbild, erfährst du in meinem neuen Buch Natur, Einsamkeit, Glück. Viel Spaß beim Lesen!